So, in wunderschön. Ach ja, siehst du, apropos. Warte kurz. Ich. So, jetzt sollte das nicht mehr so. Machen wir einfach mal so. Okay, so, jetzt sollte das nicht mehr so dingsbums sein. Ist auch egal. So, was tun wir machen? Wir tun machen. Nicht mein Test starten, sondern Clicker Hero starten. Clicker Hero, yay! Aktualisierung, Verwaltung ist bereit. Ah, so. Okay, verstehe. Ja. Idle Build. Tja, ich habe schon gesehen, wir sind mit unserem Idle Build tatsächlich doch relativ gut aufgestellt. Nein, das da. Wir hatten 1E4 und haben jetzt 1E8. Also das knapp 10.000-fache. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin mit der ersten Session auf jeden Fall erstmal hart zufrieden. Also richtig hart zufrieden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gekommen bin, aber es wird feucht. Ja? Also, das muss man schon mal so im Raum stehen lassen. Das ist, wir senden einfach mal. So. Wir legen gleich mal wieder los hier. Bam, bam, bam. Geil. Ach scheiße. Wow, jetzt mache ich Autoklicker. Ich bin auch bekloppt. Ja, das hat ja gut funktioniert. Hat echt gut funktioniert. Gut. Wir machen mal am besten nochmal zu. Also, genau, dann machen wir wieder auf. Ist die beste Möglichkeit, um wieder in den Idle-Modus zu kommen. Was? Ja, man merkt, wir haben derzeit sogar massiv Gold bekommen. Und wir sind aber wieder im Idle-Modus. Yay! So, lange Rede gar keinen Sinn. Wir machen mal das hier. Dann machen wir. Ja, das reicht noch nicht ganz. Okay, okay. Du raus. So, und jetzt kümmern wir uns um unsere Engine. Zuallererst hätte ich gerne Kumawakamaru. Kumawakamaru immer noch nicht. Alter, ist denn los? Kumawakamaru, Kumawakamaru, la 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 la. Nur Scheiße hier im Programm, was ist denn los? Jetzt kommt, wir haben den Typen bereits. Ne, aber nicht. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon. Mal verarschen hier. Ah, Bossfight-Timer plus 4 Sekunden können wir nehmen. Geht doch. Meine Güte. So, Kumawakamaru. Den machen wir direkt mal auf Level. Ja, auf Level 20. Bam. Gefickt. So. Wie wir natürlich dann auch auf Level 20 machen, ganz klar, ist hier unser lieber Herr Admin. Der Typ ist so wichtig. Der ist der wichtigste of the ganze world. So, dann hängen wir mal hier ein paar andere auch noch nach bis Level 20. Kostet ja zum Glück immer nicht so viel. Oh, das ist sogar relativ preiswert, Alter. Was ist denn los hier gerade? Naja, man merkt, ne? Wenn man halt einen Faktor von 10.000 Tibo Souls bekommt, dann kann man dafür gleich ordentlich einkaufen gehen. Das mache sie schon ein bisschen bemerkbar. So, jetzt hier aufpassen, dass wir hier nicht über. Oh, Alter. Haben wir nicht mal gespürt, ja? Wir haben es nicht mal gespürt. Holy shit. So, das heißt, wir legen erstmal hier bei den teuersten, bei den preiswertesten los, damit wir die mal. Bin ich gerade überhaupt richtig? Doch.
Genau. Ja, Glitter Damage ist ja der einzige von den Damage-Typen damals, den wir übernehmen konnten, tatsächlich. Okay, gut, dann machen wir hier 900. Bam. Admin ist in Ordnung, die sind in Ordnung, der ist auch in Ordnung, Wakamaru ist in Ordnung, der hier kann auch auf Level 960, also auf 1000. So, die beiden hier unten auch. 960, bam. 960, bam. So, da haben wir schon mal richtig scheiße und. Achso, hier unten auch noch einer. Richtig scheiße viel Cash. Und Kraft und alles und überhaupt. So. Danke, danke, danke. Danke, danke. Geile Sache. Läuft doch. So, hier. Achso, ja. Die bringen halt ehrlich gesagt ein bisschen gar nichts. Aber mit dem mal warte ich trotzdem mal, bis wir diese Monster haben. Unsere netten Herren Gesangsverein. Ach komm, hier. Danke. Hier, Frostleaf. Wobei, ich muss schon zugeben, den haben wir schon fast. Holy shit, warum denn das? Gut, dann mache ich auf jeden Fall oben erstmal wieder überall 100 Level. Danke, danke, danke. Oh, die haben wir gar nicht gekauft gehabt hier. Die auch nicht. Hallo, was ist hier los? Ach ja, weil immer weiter. Ja, ja. Weil wenn man neue Helden kaufen kann, er gleich runter scrollt und ich damit die vorhandenen übersprungen habe. Kann ja mal passieren. Sollte zwar eigentlich nicht passieren, aber das müssen wir der Klicker hier verklickern. Da war der Name. So. So, perfekt. Jetzt kommst du darauf. Bam. So, und jetzt können wir auch unsere Golddinger hier einsammeln, weil jetzt bringen die nämlich am meisten. Bam. Zwei Tage. Ja, nee, ist klar. So, jetzt haben wir schon 38. Oh, ist fast noch ein bisschen zu wenig. Okay. Immer her damit. Zwei Stunden. Und 8 Stunden, aber dafür mindestens ein Rubin. Ist doch ganz in Ordnung. Okay, ja, man sieht schon, die erste Sache hier sind gar nicht mehr aktiv, klar. Die kaufen wir auch nicht mehr. Was wir machen können, ist das hier. Dankeschön. Dafür haben wir die ja. Gut. Ja, klar kann ich nur leider noch nicht machen, weil mein Handy ist noch am Laden. Und ja, wenn ich mein Handy lade, ist das Handy mal aus. Einfach wegen, weil einer eigenen internen Überzeugung ist halt so. Gut, dann haben wir hier auch schon mal wieder alles. Da können wir jetzt hier nochmal nachgucken, ob wir jetzt noch ein bisschen mehr machen. Was tue ich hier gerade? Ich hoffe, man hört mich noch. Okay. Ja, was wir jetzt noch machen können, denn tun, ist natürlich weiter gucken, ob wir weiter hier. Oh. Oh. Ich mach mal auf 5. Mal auf 5. Ich hoffe, das war jetzt nicht schon zu teuer. Wo sind die anderen Tausender? Tausender, Tausender. Hier ist noch ein Tausender. Ne, es geht tatsächlich. Das geht tatsächlich. Tausender. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir ordentlich Cash, ordentlich Money, ordentlich Para. 1, 2, 3. Ja. So, dann haben wir hier noch unseren 100er. Oh, machen wir auch mal auf 5. Haben wir noch was hier ein bisschen? Nö, ansonsten haben wir nur noch die ganz teuren. Und bei denen können wir aber nichts mehr machen, soweit ich weiß. Nee. Aber gut, du könntest noch vereinzelte Levels kaufen. Da würden wir aber wahrscheinlich nicht mal 5 Level bekommen, von daher lass das einfach mal. Ja. Tja, wir haben ja noch 3 Ancient Souls. Vielleicht könnten wir die tatsächlich einfach mal hier investieren, bekommen wir Wakamaru. Hat immerhin 50%. Ach nee, hat er gerade mal 20%. Ja, nee, nicht.
Der nicht. Guck mal, Wakamaru, du bist ein Arsch, ich hasse dich. So. Aber ich sag mal so, spätestens jetzt bei der nächsten Transcension haben wir, guck mal, Wakamaru auf Level 40 oder sowas. Und das heißt, wir haben wieder nur noch zwei bei den ersten paar hundert Leveln. Das sollte also eigentlich alles soweit gut sein. Wir gucken mal dennoch, ob wir hier noch weitere haben, die wir... Na, ich sehe die zum Beispiel, können wir auf jeden Fall noch mit ins Boot holen. Ihn hier könnten wir auch mit ins Boot holen. Warum nicht? Die sind alle scheiße. Was bist du? Ja, komm, der bringt halt gar nichts. So was wir den jetzt auch nicht mehr geskillt haben. Aber der hat auch geskillt, nichts gebracht, von daher. So, das Rest ist alles für aktiv klicken oder für Skills. Das ist auch alles aktiv klicken oder Skills. Ja. Ah, genau, das war der andere, den ich hier noch holen wollte. Schon viel mehr gibt es hier aber auch nicht mehr, ne? Ist jetzt alles nur noch für Skills oder aktiv klicken? Gut, dann lassen wir es an der Stelle auch mal. So, wo sind jetzt die beiden Neuzugänge? Hier ist einer. Ja, klar. Direkt Level 19. Oh ja, immerhin 20% gespart. Und der andere Neuzugang ist hier unten. So. Haben wir fast jeder fünfte Fisch, den wir bekommen, kriegt doppelt so viel Rubine. Sehr schön. Sehr geil das Ganze. Okay, damit haben wir jetzt, soweit sind wir derzeit gut aufgestellt. Wir haben die Hälfte der Rubine ausgegeben. Dafür haben wir hier alles ordentlich hochgelevelt. Also das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Und dann würde ich mal sagen, sind wir glücklich. Dann dürften wir jetzt in der Ascension auch heftig weit kommen. Na gut, mal gucken, vielleicht sogar wieder 1E10.000. Das wäre natürlich geil. Dann hätten wir jetzt direkt in der nächsten Ascension bereits 1E13 an Hero Souls. Das wäre natürlich absolut genial. Das wäre natürlich, also wenn wir das wirklich so schaffen, dann würde ich mal sagen, das mit dem Idol-Bild, das können wir so machen. Das heißt, wir bleiben tatsächlich beim Idol-Bild. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir vielleicht auf ein Hybrid-Bild wechseln. Dass wir sagen, okay, Idol ja, aber auch aktiv. Zum Nachdrücken denn immer nochmal. Aber da für die Entscheidung haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt erstmal versuchen wir komplett Idol. Und wie das bisher aussieht, sieht das gut aus. Und zwar verdammt gut. Ich bin stolz. Stolz. So, wir haben mittlerweile ein paar Guilds. Wow, wir haben schon eine ganze Menge Guilds. Dann Guild, weil man hier Frost lief. Der hat jetzt gerade 6 Stück oder so. Ah ne, 10 Stück, okay. Hat noch ein paar mehr. Womit wir auch nochmal stärker sind. Wow. Dankeschön. Das wird ein Fest der Freude. Und wir sind auch hier mit dem Level jetzt immer schneller, weil wir jetzt hier natürlich mehr als die Hälfte eingeklappt haben, weil wir natürlich nicht mehr auf Klickschaden und so Scheiß achten müssen. Weil wie gesagt, ne, beim Aktivklicken hätte sich das halt nicht gelohnt, weil die Hälfte von denen, die wir hier halt noch haben, sorgen halt auch für Aktivklicken. Die wir jetzt noch haben, gilt für insgesamt Klicken. Das heißt, wenn man aktiv spielt, dann bringen nahezu alle Helden etwas. Von daher, aber jetzt, wo man das ganze Aktivklicken komplett ignorieren kann, fallen halt tatsächlich die meisten Helden raus. Und damit, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Oder wieder ja. Witzig. Geht nicht. Ja. Ja. Okay, okay. Also, schauen wir mal auf die Fakten. Hier haben wir E9. Hier haben wir gut E7. Das heißt, ich werde tatsächlich versuchen, hier, naja, mal gucken, ob wir diesmal 1E30 schaffen, ne? Wäre geil. Vor allem, wenn wir es wirklich komplett nur idle schaffen, also noch nicht auf Hybrid umschalten müssen. Umschalten müssen, Alter. Nee, ich bin Autofahrer. Auf Hybrid wechseln müssen.
Oh. Mal gucken. Wir haben ein Relikt. Oh. Ra, Kommun, Ankommen. Ah, gut. Die sind scheiße. Der ist auch scheiße, ganz ehrlich. Hier weg auf. Kacke Relikte. Wer braucht denn die? Ja. Dann haben wir soweit echt alles. Dann können wir die Ascension jetzt gut ziehen lassen und dann gucken, wo wir nächstes Mal ungefähr ankommen. Das ist geil. Alter, schon wieder gelegt. Ernsthaft jetzt? Ah, wieder, zumindest ein blauer wieder. Es gibt ja auch so eine hellblauen. Ich weiß ja nicht mal, wofür die standen, aber hellblau war irgendwie noch besser als blau. Entweder irgendwas mit Epic oder irgendwas mit, ach nee, siehst du, es gab noch weitere Farben. Es gab noch Epic, es gab noch Mystery, also Mysterisch, also mysteriös. Dann gab's, ja genau, mindestens hellblau und hellgrün gab's noch. Und das waren dann, also die hellen Farben sind dann scheinbar die ganz Elite-Dinger. Bringt uns natürlich auch nichts, aber die sehen zumindest, ne, das ist natürlich, wenn da steht, Epic oder, ne, das wirkt halt Epic, also es ist halt, auch wenn es das auch nichts bringt, ist ja, was, ich meine, was willst du da machen, ich meine, das geht halt einfach nicht, diese Scheißdinger sind halt einfach so unendlich schwach, mit denen kann man nichts machen, wie gesagt, in den ersten paar Leveln, ne, so die ersten 1-2 Ascension vielleicht, ne, vielleicht auch die ersten 3 Ascension, die man jemals gemacht hat. Also wirklich ganz am Anfang die ersten 3 Ascension. Okay, da vielleicht ein bisschen. Aber alles, was danach kommt, da sind die komplett useless. Komplett useless. Selbst nach der Transcension bringen die nichts mehr. Weil das Problem ist, die Dinger nach einer Transcension, ja? Also wirklich, wenn man zum ersten Mal transcendet hat und alle Male, die man danach transcendet, egal wann. Wenn du eine Transcension machst, musst du erstmal wieder bis Level 100 kommen, damit du überhaupt Relikte bekommst, weil die gibt es ja erst ab Level 100. So, ab Level 100 kommen aber auch dann die ersten Primal Bosse, die natürlich den Transcension Power haben. Das heißt, die bringen dir viel mehr als das, was du denn hier bekommst. Deswegen, also, eigentlich das hier ist eigentlich kompletter Witz. Das hätten die, also, am Anfang okay, aber eigentlich seitdem die dieses Transcension mit reingenommen haben, also ab Version 1E1 oder wo das war, ab da hätten sie diesen Tab hier komplett entfernen können. Das ist aus meiner Sicht komplett useless geworden. Ich weiß nicht. Es bringt halt einfach gar nichts. Man hat die Antwort durch Kack-Ausrufezeichen, weil die Antwort irgendwelche Relikte kommen. Ja, aber. Mir auch nicht. Naja, gut. Was willst du machen? Das ist halt so. Ist halt so. Okay. Gut, dann müssen wir sagen, sehen wir uns dann alsbald wieder. Genau. Tschüss.